Jo Leute, was geht ab? Hier ist euer Kai, herzlich willkommen zu Master Builders gegen Odoman und die Community. Yeah. Odoman, ich kann einen Turm bauen. Was kannst du? Ich kann auch einen Turm bauen. Perfekt. Schaut, dass ihr bis zum Schluss lasst ein Like da, checkt Odoman ab und viel Spaß beim Video. So, Master Builders sollte jedem ein Begriff sein. Man hat am Anfang drei Themen, die man voten kann. Muss dann dieses Thema bauen. Und kann dann die Themen, also das Gebaute von den anderen bewerten, von 1 bis 6. Wild. Die Steuerung relativ easy, Rechtsklick, Linksklick, seht ihr auch nochmal alles hier erklärt. Darum, Leute, checkt die Map auch gerne ab. Extrem witzig, mit Freunden macht das insane viel Spaß. Also, Odoman, wir haben noch 6 Sekunden, bevor das Game richtig startet. Ja. Let's go in the go, Alter. Ich bin richtig gespannt auf die Themen. Oh. Wild. Ah, ich hab gewählt. Ich habe auch gewählt. Weil es gab halt, ich sag nicht, was ich gewählt habe, weil sonst könnte ich Leute manipulieren. 5 Sekunden noch. Obwohl, jetzt können wir eigentlich sagen, was hast du gewählt, Odoman? Castle. Ich habe Cake genommen, weil Cake ist nämlich schwerer, finde ich. 6 Minuten zum Bauen? 6 Minuten ist gut Zeit eigentlich. Da machen wir einen richtig, richtig, richtig wilden Kuchen draus. Aber wir haben alle jetzt Kuchen bekommen, ne? Nicht, dass ich jetzt mein Thema einfach sage, ich baue jetzt Kuchen, dann ist es am Ende, baue ich Castle, dann tu Kuchen und... Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also habt ihr auch Kuchen bekommen? Alle haben Kuchen bekommen. Nice. Okay, hoffentlich haben wir kein zu krasses Baulimit. Weil sonst sind wir gleich echt hart aufgeschmissen. Ja, true. So. Dann machen wir eine Schicht so. Wir machen so eine richtige... Schicht oder was? Normal, Digga. Wir machen so richtige Wedding-Torte, Digga. Redding. Redding. Raymond Reddington. Dann kommt jetzt noch das drauf. Boah, das wird so eine insane Torte werden. Oh Mann, du hast keine Chance. Sag ich du dir hast keine ist. Chance. Ich werde eine ikonische Torte machen, die jeder erkennen wird. Sagst du? Ja. Ich habe halt immer Angst vor dem Baulimit, weil das Baulimit könnte mich hops nehmen. Ja, deswegen baue ich klein. Ich nicht, das ist mein Problem. Ich bin zu Dings, ich bin so ein Mensch, ich kann nicht klein bauen. Ich habe dieses minimalistische Denken nicht. Immer wenn ich was anfange zu bauen, dann wird es immer viel zu groß und dann habe ich am Ende Probleme. Leute, wenn ihr das kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, das könnte eine echt wilde Torte sein. Ich hoffe, man checkt das. Das ist auch immer das Problem, so dieses, kann man das verstehen, was man gebaut hat? Weil ich sehe das jetzt so, boah, das ist wild. Und Odoman denkt sich, was hat er da für einen Scheiß gebaut? Ja, true. Also wenn du meins nicht kapierst, Kalle, dann müssen wir ein Wörtchen reden. Okay, ich rede gern mit dir. Ah, diese Farben, das ist zu hell für meinen Kopf. Also ich bin schon fertig. Du bist fertig? Ja. Wir haben noch über die Hälfte Zeit und du bist jetzt schon so, dass du sagst, yo, ey, ist gone, passt so? Ja. Okay, wenn du sagst, dann ist das halt so. Boah, okay. Ich hab den wildesten Cake. Gucken wir uns jetzt nochmal an. Ah, das sieht gerade eher wie was anderes aus. Mal gucken, ob... Nein. Wir müssen jetzt noch schnell was dazu bauen. Was nehmen wir dafür? Oh, ich hab... Welche Farben machen wir das? Leute, wir bauen jetzt da noch so... Wie viel Zeit? 3 Minuten. Okay. Noch 3 Minuten? Easy. Ja. Dann machen wir jetzt noch... Boah, die brauchen wir auf jeden Fall, die beiden. Aber ich glaube, wir nehmen... Das als erstes. Weil was darf auf keinen Kuchen fehlen? Genau. Ein anderer Kuchen. Ein zweiter Kuchen. Wir sind Kuchen. Nämlich dick. Ein Kuchen reicht uns nicht. So. Perfekt. Das passt. Oh mein Gott, aha. Ich habe es aus Versehen einfach perfekt synchron gebaut, ohne drüber nachzudenken. Wild. Mein Kopf ist einfach, was Bauen betrifft, mächtig, Leute. Auch in Minecraft. Synchronisator. Ist so, einfach Synchronisator. So, jetzt nehmen wir nochmal eine andere Farbe. Andere Farbe! Andere Garantie. Boah, ich glaube, wir ändern gleich nochmal eine Kleinigkeit ab, wenn das zeittechnisch passt. Weil... Nein, bleib richtig. Ja, das ist nice. Das ist sehr nice. Boah, das erkennt man schon. Also, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ich find's mächtig. Boah. Boah,
Oh, 2 Minuten noch. Nein, ich krieg's nicht mehr hin, glaube ich. Das ist stark. Das ist eigentlich sehr, sehr stark. Wir könnten... wir hätten vielleicht noch ein bisschen... 2 Minuten, sagst du? Komm, ich gehe auf Vollrisiko. Entweder scheiße ich jetzt voll rein oder mach einfach die mächtigste Torte der Welt daraus gerade. Komm, Farbe. Okay, okay, okay. Jetzt wird das schnell noch einmal gemacht. Oh mein Gott, Speedrun, sein Vater! Oh, ich hab Baulimit erreicht. Bauhöhe. Bauhöhe? Ich dachte minimalistisch. Was für minimalistisch? Er sagt Bauhöhe. Alles gut, ja, alles gut. Mein Kuchen ist klein, aber das, was danach kommt, ist ein bisschen groß. Digga, er hat da drauf einfach so Universal Studios Logo draufgebaut. Ja, woher weißt du das? Weil ich einfach Wallhack hab. Das ist das Video. Wir spielen Master Builders. Master Builders mit Wallhack. Genau. 1 Minute left. Oh, oh. Oh, komm. Bitte funktioniert zeittechnisch. Das wäre so wichtig. Boah, komm, bitte. Obwohl, es passt halt wieder. Synchrontechnisch passt es. Ist halt immer schwer darzustellen, sowas. Weil es halt alles so Blöcke. Aber es passt zeittechnisch. Wir haben noch 30 Sekunden. Und wir haben's. Oh mein Gott. Oh mein, ich glaube, es ist ein Downgrade geworden. Ah, das ist, glaube ich, ein Downgrade. Vorher war besser. Aber ich habe keine Zeit mehr, es zu ändern. Leute, wir müssen es so nehmen, leider. Nein, meins sieht so schlecht aus. Meins war übelst gut eigentlich, aber ich habe es gedowngradet. Glaube ich, mit der letzten Aktion. Aber noch 5 Sekunden. Nein. Wir dürfen schon nicht mehr bauen. Oh mein Gott, ich hoffe, meins checkt, Mann. Okay, wir gehen ins ins Rating. Rating. Oha. Oha. Digga, mit Verzierung und Kerzen und... Oha, boah, okay, oha, okay, mächtig. Ist mächtig, ist mächtig. Ist jetzt 1 oder 6 gut? Das ist eine gute Frage, ne? Das hätte mir vielleicht das durchlesen sollen. Ich geb dem eine 4. Keine Ahnung, was das bringt. Ich geb den auch eine 4. Ich hoffe mal, 4 ist gut. Das ist ein kleines Bild! Ho! Oh, das ist eine Verzierung! Oha! Oha! Oh mein Gott, der hat einfach Minecraft-Kuchen gebaut! Boah, ehrenlos. Ist smart. Ist aber auch relativ hoch gebaut. Ich gebe ihm eine 1, Bro. Ist 1 jetzt gut oder schlecht? Ich glaube schlecht, weil meins ist besser und meins ist auch ein Minecraft-Kuchen. Digga, okay. Ich gebe dir eine 2. Also... Warum? Findest du es nicht gut? Hey, Minecraft-Kuchen gut. Skillermax. Skillermax. Ich weiß halt nicht, ob 1 gut ist oder 6 gut. Ich habe ihm eine 6 gegeben. Du hast ihm eine 6 gegeben und mir nur eine 4? Ja. Boah! Er hat... Okay. Das ist sowas von klar, von wem das... Er hat aber übertrieben. Aufgabe war Kuchen. Er baut Minecraft-Figur daneben, Digga. Ich würde ihm eine... Keine Ahnung, was gut ist halt, ne? Ich weiß es auch nicht. Ich gebe den halt auch... Ich gebe ihm auch eine 4, so. Ich denke mal, 4 ist gut, 6 ist perfekt. Ich weiß, das war meins, Digga. Ich weiß, aber Digga, du hast Minecraft. Einmal mit Spitzhacke und so, Digga. Hey, wie geil. Okay. Was ist das denn, Digga? Lava Cake oder was? Okay, den finde ich irgendwie ein bisschen wack. Also, das ist schlecht. Also, sieht mal aus, als hätte man da irgendwie keine Ahnung, was ist draufgesetzt. Das ist schlecht. Von oben sieht aus wie Dartscheibe. Ja, es sieht aus wie irgendwie ein Vulkan. Boah, Lavakuchen gibt's auch, ne? Ja, Lava-Cake, habe ich doch gesagt, aber das ist... Ich finde es nicht so gut, bin ich ehrlich. DMS-Boss, es gab bessere, aber wir haben noch eine zweite Runde, da kannst du komplett eskalieren. Was, vielleicht... Ja. Ist klassisch gehalten. Schichten gemacht, ja. Genau, so mit kleinen Schichten. Aber haben wir bessere Sachen gesehen, muss ich auch, ehrlich sagen. Ja, ja, auch, auf jeden Fall. Ich würde, glaube ich... Ich will nicht sagen, was ich gebe, weil am Ende habe ich Angst, dass Deutschland beeinflusst damit, weißt du? Ja, yeah, safe. Ich sag am Ende, wenn die Zeit abgelaufen, was ich gegeben habe immer. Das ist, glaube ich, besser geregelt. Aber all in all, es ist halt, man erkennt den Kuchen. Ich habe eine 2 gegeben. Okay, Dexter Player. Okay. Auch Minecraft. Er hat Minecraft-Kuchen aber besser gebaut als du. Er hat keinen Player daneben, aber der Kuchen ist besser dargestellt. Ehrenlos. Ja, bei dir ist halt nicht der Player, der Kuchen im Vordergrund, sondern einfach der Player. Also, es ist einfach so ein riesiger Spieler mit Spitzhacke gebaut. Kuchen essen, Digga. So ein Ding ist das nämlich. Also,
Ich sag nicht, was ich gebe, aber ist gut, ist sehr gut erkennbar. Dass alle auf die Idee mit Minecraft-Kuchen gekommen sind. So weit war ich gar nicht. Stark. Ich dachte, wir müssen jetzt Hochzeitstorte mit Verzierung am Rand und alles machen. Was ist das denn? Er hat Pizza gemacht, Digga. Er hat, boah, ich check's. Oh mein Gott, das Flammenkuchen. Das ist Blaubeer. Was für Flammenkuchen? Sieht aus wie Flammenkuchen. Nein, das ist Blaubeer-Dingsbums. Blaubeerkuchen? Ja, Blaubeerkuchen. Also ich dachte, das wäre so ein Flammkuchen mit Aubergine. Nein. Blaubeer. Blaubeerkuchen. Ich habe eine 3 gegeben für den Blaubeerkuchen. Saftiger Senf. Okay, 8. Player. Achter. Ist jetzt der letzte. Boah. Ja, das ist halt eine Cursed Minecraft-Torte irgendwie. Das soll, glaube ich, so eine auf mit Kirschen drauf sein. So Kirschen und Sahne. Also Kirschwälder. Schwarzwälder Kirschtorte. Schwarzwälder Kirsch, genau. Ah, ist okay. Also es gab schlechtere, es gab aber auch bessere. Ja, safe. Wenn ich überlege, dem schlechtesten Pferden habe ich eine 2 gegeben, dann würde ich, glaube ich, hier sogar eine 3 geben. Klar, hast von mir eine 3 bekommen. Jetzt der entscheidende Moment, ist hohe Zahlen oder niedrige Zahlen gut? Das werden wir jetzt erfahren. Wer hat gewonnen? Gewonnen hat? Top 3. Okay. Top 3 Announcement. Jetzt wird's spannend. Oha! Der dritte Platz ist Husten Jack. Okay. Ich bin der zweite Platz. Let's go mit Verzierung. Ja, Odemann hat gewonnen, Bro. Odemann hat gewonnen. Niemals hat Odemann gewonnen. Easy. Easy. Niemals. Wenn Odemann gewonnen hat, ist es traurig. Oh mein Gott, ich hab echt gewonnen. Ich bin so gut, Digga. Er hat das Thema. Mach ich auch nächstes Mal. Wir haben Thema Hund. Ich baue noch eine Katze daneben. Nein, nein, nein. Nein, stopp. Ich hab gewonnen. Okay, mach nicht. Ich bin der Gewinner. Wir gehen die nächste Runde rein. Let's go. Er baut ganze Minecraft-Stadt dahin. Bei dem war Kuchen und gewinnt deswegen. So sweet. Ich feier's. Ist das geil. Okay, Leute, wir kommen zur Runde 2. Wir haben rausgefunden, je höher die Zahl, desto besser. Digga, was sind das für Themen? Tut mir leid. Ich hoffe, ich weiß, dass das richtige Wort ist, weil sonst wäre es schwierig. Lake war Fluss, ne? Ja. Okay, gut. Er hat Lake genommen. Digga, hä? Lake ist voll lame. Übel lame. Digga, wir machen jetzt den besten Lake, den es jemals gab. Digga, du hast noch nie meinen Lake gesehen, okay? Digga, was ist denn dein Lake für ein Lake? Sag mal bitte. Mein Lake ist ein Lake. Boah, Blood Lake. Oha, stell dir vor, jemand baut Blood Lake jetzt. Also, ich bin euch ehrlich, wenn jemand Blood Lake gut baut, für mich ist es ja geworden. Ist ja kein Fluss. Aber das heißt doch Loot Lake. Lake? Was war Lake? Ist nicht Fluss. Lake ist doch See, oder nicht? Ich weiß nicht mehr. Digga, ist Lake jetzt Fluss oder See? Ich weiß es nicht. Ich baue jetzt einen Fluss, ist mir egal. Also wir sind beide schlecht in Englisch. Falls es See ist, dann... Ich bin gut in Englisch. Es ist eigentlich Lake ist See. Also ich weiß es nicht tatsächlich. Also ich weiß es for real gerade nicht. Lake ist See. Also müssen wir einen See bauen. Alles wieder wegmachen, weil wir so dumm für Englisch sind. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wisst, ob Lake jetzt See oder Fluss ist. Wir bauen jetzt einfach einen See. Nee, River war Fluss. Ja, See, sag ich doch. Oh mein Gott, ja. Und man hat recht, verdammt. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen ranhalten. Boah, den besten Fluss, den es gibt. See. Nie. Bau mal den besten Fluss, bitte, will ich sehen. Okay, hier hinten müsst ihr ein bisschen auffüllen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keine Struggles oder was? Ich habe halt dieses Problem, ich bin, weil sowas betrifft, immer sehr, sehr, dazu geneigt, alles präzise machen zu wollen. Das ist so ein innerlicher Drang von mir, weißt du? Wenn ungerade Zahlen kommen, geht mein Kopf kaputt. Darum, ich muss es einfach haben. Ich hoffe nur, das Baulimit macht jetzt keine Faxen, weil sonst habe ich ein kleines Problem. Also ich habe einen kompletten Steve gebaut. Ich glaube, das Baulimit macht keine Faxen, Kalle. Boah, stell dir vor, jetzt so einfach die letzten 3 Blöcke fehlen, so um den ganzen Ding perfekt zu machen. Und dann hast du einfach nicht, weil 3 Blöcke fehlen.
Wäre schon traurig. Das wäre richtig traurig. Also wenn es an drei Blöcken scheitert, kriegt trotzdem von mir eine 6. Also 6 Punkte ist gut. Weil haben wir das rausgefunden. Digga, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil die Zeit spielt gegen uns. Wir haben die Hälfte der Zeit schon verbraucht und wir haben noch nichts. Nice. Oh mein Gott, Leute, wir haben Zeitdruck. Wir haben extrem, extrem Zeitdruck. Wird wieder ein easy win für Odoman. Dass du, ach Digga, du hast gerade nur gewonnen, weil du Thema komplett verfehlt hast. Was laberst du? Weil es einfach zu gut war, meins. Ist so. Wäre André da, der hätte das genauso gesagt. Safe. Nicht. Doch. Hätte auch gesagt, Odoman, du bist der Beste. Ist so. Lass mal Kind machen, hätte er auch gesagt. So ein Kumpel. Ja, Kump. Ist so. Alter, Leute, wir haben Zeitdruck. Wir haben Zeitdruck. Ja, oh ein bisschen Gott. Schon, gell? Also, wenn man es richtig machen will, schon... Zeitdruck. Zeitdruck. Seitenbacher Bergsteiger-Müsli. Okay. Oh mein Gott. Es gibt kein Gelb. Warum gibt es kein Gelb? Das ist eine gute Frage. 2 Minuten. Komm. Digga. Es ist schwierig. Wir haben richtige Zeitprobleme, Leute. An der Stelle lasst gerne alle ein Like da, damit wir es noch rechtzeitig schaffen. Vielleicht kriegen wir es ja sogar hin. So einfach plötzlich kommt Magie und macht Zeit 3 Minuten länger. Hm? Stell dir vor. Digga, ist ja wild. 1,5 Minuten! Oh mein Gott. Easy. Okay, ich habe schon den Großteil habe ich schon. Ich habe auch Kalle. Viel, aber ich bin noch nicht fertig. Okay. Du hast verloren. Komm, bitte. Wir haben echt Zeitprobleme, Leute. Extreme Zeitprobleme. Boah, wenn ich nicht gewinne mit meinem, also dann wisst ihr nicht, wer der wahre Master Wilder ist. Was für ein Master. Wie er sagt. Er redet wie ein Löwe, aber denkt, er ist ein Bär. Ich bin ein Bär. Hallo? Okay, Entschuldigung. Okay, wir haben ein bisschen reingeschissen, Leute. Bin ich euch ganz ehrlich, weil... Ja, wir haben ein bisschen reingeschissen, weil wir das Zeitmanagement komplett verkackt haben. Ja, 1 Minute nur noch, Kalle. Aber vielleicht taugt es trotzdem was. Vielleicht appreciaten Leute das ja, weil die erkennen so, yo, ey, das hätte es werden sollen und boah, das ist eigentlich krass, die Idee und 6 Minuten haben da einfach nicht gereicht. Okay. Komm, wechsel die Farbe. Oh mein Gott. Bitte. Nein. Oh. 1/2 Minute noch. Oh mein Gott. Bitte wechsel doch die Farbe. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, wir haben es gepackt. Oh mein Gott, sieht meins gut aus, Digga. Nein, ich hab reingeschissen. Oh mein Gott, sieht meins gut aus. Verdammt. Wer ist diesmal der First Player? Ah, okay, diesmal bin ich's nicht. Okay, ja, ist okay. Halt ein See, ne? Ist aber ein See? Wenn ich das mit meinem vergleiche, finde ich meins besser, deswegen benote ich's halt so, wie ich's benote, ja? Ja, klar, jeder findet sein eigenes wahrscheinlich besser. Ich find's auch nicht so geil, aber ich würde trotzdem sagen, 3 oder 4, so ein Mittelding halt, weißt du? Ja, so ein Mittelding, so ein Mittelding ist es. So 4, ja. 3, 4. Ich hab euch influenced, das ist doch meins! Du kleiner Hot! Ja! Du kleiner Hot, Digga! Ja, okay. Ja, mit Straße und ja. So. Also das ist halt besser als Kalle seins. Digga, ich hab bei mir Palme gebaut. Was hast du gemacht? Na, wirst du gleich sehen. Mit Straße und so. Das ist nicht meins. Naja, aber... Das ist schon safe besser als Kalle sein. Das ist, ja... 3 Bäume, die sehen in der Mitte und eine Straße. Muss ich ehrlich sagen, Kalle. Ich weiß aber nicht... Ich hab so Struggles gehabt, weil ich so einen kleinen Sandrand machen wollte, weißt du? Dass man so einen Übergang zum Wasser hat. Ja. Skiller Max, von mir 5 Punkte bekommen. Echt stabil gebaut. So, Third Player.
Er macht mit Wasser. Ja, er macht mit Wasserfall und so. Okay, Digga. Okay, Jose, Mann. Ja, wo hast du die Zeit hergehabt? Sag mal bitte. Das ist stark, Digga. Das ist halt das Beste. Das ist halt das Beste, Bro, weil ich es halt gebaut habe, Bro. Ich habe einen fucking Berg gebaut. Ich habe Bäume, Bro. Ich habe Gras, Wiese, alles, Digga. Digga, aus Prinzip jetzt, Digga. Einfach gewonnen, Bro. Also, wenn ich jetzt nicht wieder Erster werde, weiß ich auch nicht. Besseres als meins gibt's nicht. Das war ohne Mann. Die Aufgabe war See. Er baut Berg, er baut Landschaft. Ja, Bro, aber das muss doch auch. Guck mal. Ja, guck mal. Er hat nur See gebaut und eine Wand mit Wasser. Bro. Ja, okay. Das ist. Weiß ich mal. Das ist schlechter. Das ist mein. Also. Digga. Man muss doch auch die ja, die Arbeit ownern. Ich weiß, Nein, du musst auch so ein bisschen einfach das Auge zum Detail haben, Digga. Er sagt Auge zum Detail. Ich hab Zeitdruck, was für Auge zum Detail. Ja, Digga, ich hab mehr als du gebaut und hab's geschafft. Ja, aber ich hab Und am Anfang auch einen Fluss gebaut. Ja, aber ich hab komplett Fluss gebaut. Nein, Kalle. Mein Fluss darf was fehlen. Leute, schreibt. Guck mal, er hat Sprungbrett gebaut. Was ist das, Bruder? Thema war See, er hat einfach Wasserquelle was gemacht. Was ist das? Was ist das, Digga? Was ist hier? Ein Baum? Baumstamm in der Luft. Er dachte in Minecraft, ich will nur unten abbauen, oben kein Bock mehr. Es gibt nichts Schlimmeres in Minecraft als solche Menschen. Ich schwöre ja. Boah, okay. Wir müssen bewerten. Okay. Hast du jetzt nicht bewertet, Kalle? Doch, hab ich. Okay. Letzte Sekunde. Capitanus, Moment, der baut einen Minecraft in die oberen Stamm dich ab. Guck mal, er hat so wie ich gedacht. Aber meins ist trotzdem besser. Ja, hier ist halt zu viel Wasser. Das ist halt zu viel des Gut. Ja, also der Berg ist halt nur Wasserberg. So. Man erkennt nichts mehr vom Berg richtig. So ein bisschen, guck durch, aber es ist einfach zu viel Wasser. Mhm. Also, ich bin dir ehrlich, und man, deins war bis jetzt echt tatsächlich das Beste. So, boom! Muss ich Asche auf mein Haupt, muss ich zugeben. Boom. Deins war sehr strong. Bis jetzt. Es könnte noch was kommen. Jetzt kommt nichts mehr, Bro, das sag ich dir. Pass auf, jetzt kommt nämlich der nächste und letzte oder vorletzte und der eskaliert komplett. Pass auf. Bam. Oh. Ja, Mann, Gänsehaut. Er hat einen Fluss gebaut. Aber, er hat die Wasserpartikel berücksichtigt, dunkle Farbakzente reingebracht. Muss ich ihn anhalten? Ist fein. Er hat eine Rennstrecke rausgebaut. Er hat eine Rennstrecke gebaut, Bro. Er hat eine Eisrennstrecke gebaut, also ist komplett Thema verfehlt. Jetzt müssen wir mit dem Boot vor. Das ist das Boot zum Vorbeifahren. Das ist das Boot, Digga. Also wäre das Fluss, hätte ich gesagt, gut. Aber Lake, das Schwarze war halt wieder ein bisschen random. Das Schwarze ist ein bisschen random, ja. Okay. Jetzt oder mal wieder to the one. Bitte nicht. Ich will wenigstens Top 3 sein. Bitte, gönn. Platz Nummer 3. Husten-Jack ist hier Nummer 3. Husten-Jack, okay. Da muss ich 1 oder 2 sein, geht nicht anders. Eigentlich musst du 2 sein. Oh mein Gott, Skillermax. Und ne, Nummer 1 ist halt Odoman halt. Weißt du, weil ich bin einfach der Beste. Guck jetzt, Kalle, bist du bereit? Ja, komm. Ich will sehen, wo ich bin. Sehe ich das irgendwie? Du bist ein Noob. Ich sehe nicht mal, welche Platzierung ich bin. Guck mal hier, ich schmeiß auf euch Farbe, Digga. Runter mit euch. Ich gehe kaputt. Leute, ich weiß nicht, warum. Oliver hat kurz irgendjemand unter seinem Tisch hervorgeholt, der für ihn baut, darum hat er gewonnen. Hab ich immer so, hier chillen immer so 2-3 Leute aus dem Bauteam. Die bauen kurz für mich. Jungs, wie geht's euch da unten? Bitte lass uns raus! Ich bin da raus! Leute, das war's. Wenn ihr mir gefallen, lasst ein Like an, checkt Oliver ab und bis zum nächsten Mal, euer Kalle. Ciao!